Eine Sonderbehandlung beim Turntraining gibt es für Avery nicht, obwohl die Elfjährige nur ein Bein hat. Sie trainiert sehr hart. Ihr Ziel ist natürlich Olympia. Und sie zählt jetzt schon zu den erfolgreichsten Turnerinnen ihres Jahrgangs. Die Kollegen von Endlich Feierabend haben das tapfere Mädchen beim Training getroffen. Ganz toll. Auf den ersten Blick ist Avery ein ganz normales Mädchen. Und auf den zweiten Blick natürlich auch, nur eben mit Prothese. Ich hatte die ganze Zeit mit einer Figur zu kämpfen. Dann habe ich geweint und wollte aufgeben, aber dann bin ich doch zurückgekommen und habe weitergemacht. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Obwohl oder gerade weil die Elfjährige nur ein Bein hat. Mit 4 Jahren fängt Avery trotz Handicap mit dem Turnen an. Meine Mama hatte die Idee. Ich hatte am Anfang total Angst. Aber dann habe ich entschieden, ich versuche es und bin wiedergekommen. Und jetzt liebe ich den Sport. So sehr, dass sie mittlerweile 4-mal die Woche trainiert, für jeweils 3 Stunden. Ob ich sie anders behandle? Auf gar keinen Fall. Selbst wenn ich es wollen würde, ihre Mutter würde das nicht zulassen. Keine Extrapausen, keine kürzeren Übungen und auch nicht weniger Aufwärmrunden. Avery kommt mit 2 Beinen auf die Welt. Dass mit dem rechten Bein etwas nicht stimmt, merkt Mutter Kimberly sofort nach der Geburt. Ich habe gemerkt, dass ihr Bein gebogen war. Und das sollte ja nicht dauerhaft gebogen sein. Mir ist auch aufgefallen, dass jedes Mal, wenn die Krankenschwestern ihre Windel gewechselt haben und sie ihre Beine gerade zogen, dass Avery sofort angefangen hat zu schreien. Nach wenigen Tagen bekommen Averys Eltern die Gewissheit. Ihre kleine Tochter hat eine seltene Knochenkrankheit. Die ersten 2 Jahre lebt Avery mit Schienen und Stützen. Immer wenn sie ohne gelaufen ist, war es wirklich schwer mit anzusehen. Der mittlere Teil des Beines hat immer den Fuß berührt. Du weißt, da ist etwas kaputt und du weißt, es muss richtig schmerzen. Es ist hart, wenn dein Baby weint und du gehst nachts zu ihm und es ist satt, die Windeln sind trocken, der Bauch ist ganz weich. Du fragst dich dann einfach, warum weinst du eigentlich? Sie hat geweint, weil ihr Bein so geschmerzt hat. Mutter Kimberly und Papa John treffen schließlich die Entscheidung. Ärzte sollen das Bein von Avery amputieren. Danach lernt Avery mit Hilfe einer Prothese zu gehen, diesmal ohne Schmerzen. Heute kann sie alles, was andere Turnerinnen auch können. Erst vor wenigen Wochen qualifiziert sie sich für die nationalen Meisterschaften in Florida. Avery tritt mit ihrer Beinprothese gegen Turnerinnen ohne Handicap an. Das Ergebnis? Avery Mitchell. Insgesamt landet Avery auf Platz 10. In der Kategorie Balken schafft sie es sogar aufs Treppchen, Platz 3. Doch das reicht der ehrgeizigen Elfjährigen noch lange nicht. Sie hat einen großen Traum. Ich will die erste Turnerin mit Beinprothese sein, die bei Olympia Gold gewinnt. Dafür muss Avery aber noch ein bisschen Geduld haben, denn für die Teilnahme muss sie mindestens 16 Jahre alt sein. In 5 Jahren könnte also ihr größter Wunsch schon wahr werden.